Der britische Schauspieler Tom Wilkinson ist tot. Wilkinson wurde 75 Jahre alt. Zweimal wurde er für einen Oscar nominiert, 2001 in der Kategorie Bester Hauptdarsteller in dem Film In the Bedroom, 2008 als bester Nebendarsteller, diesmal für seine Rolle in dem Thriller Michael Clayton. Es war jedoch seine Rolle als zurückhaltender Striptease-Tänzer in der britischen Komödie The Full Monty, ganz oder gar nicht, die ihn der breiteren Öffentlichkeit bekannt machte.